Wir schauen uns in diesem Video an, was mit der Berechnung des Wiederbeschaffungswertes passiert, wenn wir uns bei der Nutzungsdauer verschätzt haben. Und zwar haben wir in diesem Beispiel einen Vermögensgegenstand des betriebsnotwendigen Anlagevermögens mit Anschaffungskosten in Höhe von 50.000 Euro, der in der Finanzbuchhaltung über 5 Jahre linear abgeschrieben wird. Und wir gehen auch tatsächlich von einer Nutzungsdauer von 5 Jahren aus. Die kalkulatorische Abschreibung erfolgt linear und zwar auf Basis einer erwarteten Preissteigerung von 25%. Und erste Aufgabe lautet jetzt, berechnen Sie die bilanzielle und die kalkulatorische Abschreibung im 3. Jahr der Nutzung. Und die zweite Teilaufgabe lautet, wie hoch ist die kalkulatorische Abschreibung im 4. Jahr, wenn sich herausstellt, dass die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes tatsächlich 4 Jahre bzw. 6 Jahre beträgt. Und dabei müssen wir berücksichtigen, dass die erwartete Preissteigerung für eine Wiederbeschaffung nach dem 4. Jahr 20% und nach dem 6. Jahr 30% beträgt. Gehen wir zuerst zur Teilaufgabe A. Erstmal die bilanzielle Abschreibung. Das ist also die Abschreibung, die wir in der Finanzbuchhaltung vornehmen. Die beträgt 10.000 Euro. Das ergibt sich ganz einfach aus Anschaffungskosten geteilt durch Nutzungsdauer. Und für die kalkulatorischen Abschreibungen nehmen wir als Bewertungsbasis den Wiederbeschaffungswert. Und da wir eine Preissteigerung von 25% erwarten, ergibt sich der Wiederbeschaffungswert als Anschaffungskosten mal 1,25. Sind 62.500 Euro. Und wenn wir das von 5 Jahren kalkulatorischen Abschreibungsbetrag in Höhe von 12.500 Euro. So, jetzt das eigentlich Interessante ist Teilaufgabe B. Wenn die tatsächliche Nutzungsdauer falsch geschätzt wurde, müssen wir die kalkulatorische Abschreibung von Beginn der Nutzungsdauer an neu berechnen und den sich ergebenden angepassten Betrag des tatsächlichen Werteverzehrs müssen wir dann für die verbleibenden Perioden ansetzen. Für die vergangenen Perioden darf keine Berichtigung vorgenommen werden, das heißt, der Fehler der letzten Jahre wird nicht durch die verbleibenden Perioden kompensiert. Nehmen wir mal den Fall, dass die Nutzungsdauer tatsächlich nur 4 Jahre beträgt. Das ist dann folgende Rechnung. Da die Preisänderung zum 4. Jahr anders ist als zum 5., müssen wir erstmal den Wiederbeschaffungswert neu berechnen. Wir haben dann 50.000 Euro mal 1,2. Das ergibt einen Wiederbeschaffungswert, einen angepassten Wiederbeschaffungswert in Höhe von 60.000 Euro. Das gibt uns dann einen neuen kalkulatorischen Abschreibungsbetrag in Höhe von 15.000 Euro, nämlich 60.000 durch 4. Im 4. Jahr also, da wo wir die Abweichung festgestellt haben, wird also ein Betrag von 15.000 Euro abgeschrieben. Aber in den Jahren 1 bis 3 wurden jeweils 12.500 Euro abgeschrieben, so wie wir es in Teilaufgabe A ausgerechnet haben. Insgesamt wurden also 3 mal 2.500 Euro insgesamt 7.500 Euro zu wenig abgeschrieben. Diese Differenz wird über die Selbstversicherungsprämie im Rahmen der kalkulatorischen Anlage Wagniskosten aufgefangen. Schauen wir uns dann zum Schluss noch den Fall an, dass die tatsächliche Nutzungsdauer sich als 6 Jahre herausstellt. Wie sieht dann die Rechnung aus? Wieder müssen wir erst den Wiederbeschaffungswert anpassen, weil die Preissteigerung zum 6. Jahr anders ausfällt als zum 5. Jahr. Macht einen neuen Wiederbeschaffungswert von 65.000 Euro, nämlich 50.000 mal 1,3. Und wenn wir das durch die 6 Jahre teilen, die wir ja jetzt herausgefunden haben, erhalten wir den angepassten Abschreibungsbetrag von 10.833,33 Euro für die Jahre 4 bis 6. Das gibt eine folgende Abschreibungstabelle und zusammen mit den 3 mal 12.500 Euro der ersten 3 Jahre haben wir dann insgesamt eine Summe in Höhe von 70.000 Euro abgeschrieben oder je nachdem, wie Sie dann gerundet haben, 1 Cent weniger.